Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend hier im Gartenhaus zu einer erneuten Veranstaltung von Lischka trifft. Über meinen heutigen Gast hat die Tagesschau vor einigen Wochen kommentiert, er ist der Mann fürs Extreme. Wörter wie vielleicht, ein bisschen und irgendwie kommen bei ihm nicht vor. Herzlich willkommen, Frank-Jürgen Weiß. Ja, Herr Weise, Herr der Zahlen, Superman, Multimanager, der Mann für alle Fälle. Die Zeitungen haben sich tatsächlich vor einigen Monaten, als Sie in den Ruhestand gegangen sind, mit Superlativen förmlich überschlagen. Welche Bezeichnung gefällt Ihnen denn am besten? Also ich finde das alles überhöht. Und das war nie mein Anspruch. Solche, ich sage mal, Anmutung habe ich nicht geschaffen. Ich bin unüberlegt in den öffentlichen Dienst gekommen. Wenn ich gewusst hätte, was mich da alles erwartet, da kommen wir noch hätte zu. Ich noch nachgedacht. Aber wenn man drin ist, dann macht man seine Arbeit. Und ich bin ja in die Bundesanstalt für Arbeit gekommen. Wir hatten den Auftrag, diese Bundesanstalt zu einer Agentur zu machen. Das ist nicht nur ein Begriff, sondern das ist eben eine Art von neu verstandener Serviceleistung gegenüber den Arbeitgebern, gegenüber den Menschen, die Rat und Arbeit suchen. Und diese Arbeit hat richtig Freude gemacht. Und da würde ich sagen, ist der Erfolg in einer langen Zeit von 15 Jahren, die Dinge gut entwickelt zu haben. Alles andere ist Überhöhung. Mich hatte sogar mal jemand gewarnt und gesagt, Herr Weise, Sie sind ein Langweiler. Wir wünschen Menschen, die aufsteigen und dann abstürzen. Das ist das Spannendste. Da bin ich heilfroh, dass die Landung glimpflich war. Aber sagen Sie mal, Herr Weise, Sie haben das jetzt so angedeutet. Sie sind ja, bevor Sie 2002 zur Bundesanstalt gegangen sind, erfolgreicher Unternehmer gewesen. Was hat Sie denn geritten oder gereizt, Millionen Euro Umsatz gegen damals fast 5 Millionen Arbeitslose zu tauschen? Ich war ja immer in der Automobilzuliefererindustrie. Das war eine spannende Industrie und ich hatte schöne Funktionen. Dann habe ich mit einem Bekannten eine eigene Firma entwickelt. Die haben wir relativ schnell entwickelt und gemerkt, das können wir nicht durchhalten. Und dann hat sie der Stefan Quandt gekauft. Das war für die Firma gut und für uns. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, mit knapp 50, ich möchte immer arbeiten. Und da dann das Geldverdienen nicht mehr ganz so im Vordergrund stand, war die Frage, ob ich auf Zeit in der Bundesagentur für Arbeit diesen Aspekt Wirtschaft mit einbringen kann zu den anderen Kollegen. Und da habe ich sofort Ja gesagt, weil mich die Größe der Organisation, das Anliegen interessiert hat. Es war kein genialer Plan, es war ehrlich gesagt ein Zufall. Aus dem Bauchhaus? Nein, ich habe es schon beraten, aber mich hat die Aufgabe gereizt, eine so große Organisation, unsere Informationstechnologie, alles das, was ich mir zugetraut habe, was ich damals nicht erwartet hatte, dass ich ja gleich Vorstandsvorsitzender wurde und in die Öffentlichkeit und in die Politik musste. Und da musste ich mich erst an Menschen wie Sie gewöhnen. Ich glaube, da gab es aber welche, da war das mit der Gewöhnung noch schwieriger. Aber sagen Sie mal, Sie haben das auch eben so angedeutet, so ein bisschen spaßig, als wenn ich gewusst hätte, was mich erwartet. Aber gab es da nicht gerade in der Anfangszeit auch Tage, wo man ein Stückchen weit glaubt, man wird wahnsinnig? Wenn man aus der Wirtschaft kommt, schlägt in einer solchen Mammutbehörde auf, mit ihren ganzen bürokratischen Widerständen und Hemmnissen. Haben Sie da auch mal ans Aufgeben gedacht? Also erstens, ich war ja 12 Jahre lang Soldat. Ich habe bei der Bundeswehr studiert und schon gelernt, mich einzubringen.
Das Zweite, überschätzen Sie nicht, was in der Industrie stattfindet. Da gibt es Bürokraten, da gibt es lange Wege, da gibt es viele unklare Zuständigkeiten. Und mir war klar, in einer so großen Organisation, die ja zwangsweise im Blick der Öffentlichkeit sein muss, betrifft ja alle Menschen, die von der Politik gut kontrolliert werden muss, da braucht es Zeit, erklären, bemühen, überzeugen. Und das war mir klar. Nein, es hat mich nicht gestört. Und ich habe auch offen gesagt Respekt vor der Politik bekommen, wenn ich sehe, was Politiker an Themenbreite haben, war ich doch in der Summe zufrieden, wie man zugehört hat, wie man Dinge entschieden hat, wie man Dinge unterstützt hat. Was sehr anstrengend ist, ist die Öffentlichkeit. Denn Nicht hier heute, hier sind alle nett. Aber es werden natürlich verschiedene Interessen formuliert und um denen immer gerecht zu werden, auch nicht opportunistisch. Und das Zweite natürlich auch die Medien. Die Medien gehen ja nach, fragen dreimal nach und dann kommen eben Schlagzeile. Ich weiß noch, in der BA war eine Schlagzeile: Weise lässt den Osten im Stich. Und darunter war meine nüchterne Bewertung: Wir haben noch kein gutes Angebot für ostdeutsche Bundesländer. Wir haben manche Dinge falsch gemacht. Und diese Schlagzeile, ich habe bestimmt 100 Briefe und Anrufe gekriegt und Beschimpfungen. Das war nicht meine Intention und schon gar nicht den Osten im Stich lassen. Aber das ist das Anstrengende gewesen. Die Arbeit selber, die habe ich gerne gemacht. Haben Sie bei Ihrer Arbeit eigentlich auch als Chef der BA unmittelbaren Kontakt mit Arbeitslosen gehabt? Ja. Gibt es da noch so ein Schicksal, so eine Begegnung, die auch noch in der Erinnerung ist? Ja, ich sag mal, ich bin eher ein nüchterner Mensch, der ein bisschen Distanz hat. Also sich jetzt überall hinzugehen und zu sagen, ich verstehe Sie, ist schwierig. Und offen gesagt, wenn es einem selber wirtschaftlich gut geht, dann hat man gar nicht das Empfinden für Menschen. Deshalb habe ich ganz bewusst gesucht. Ich war manchmal in sogenannten Sommercamps, wo wir junge Menschen, die sich in der Schule schwer getan haben, in ihren Ferien in Sommercamps subventioniert geholt haben, um Lesen, Rechnen, Schreiben nachzuholen. Da war mal eine junge Frau, Kopf größer als ich und ungewöhnlich gekleidet. Die hat sich Mühe gegeben und dann habe ich vor der Presse gefragt, was hat Ihnen denn hier gut gefallen? Und da sagte sie mir, ich bin nicht beleidigt worden. Ich war im Moment betroffen und dann sagte sie, ja, in der Familie bin ich doch immer wieder hinten dran, in der Schule. Aber hier hat man mich ernst genommen. Das hat mich betroffen gemacht. Und ich habe dann immer wieder mal mit Arbeitsloseninitiativen gesprochen und im weitesten Familienkreis auch Leute gehabt, die ihren Job verloren haben. Insofern habe ich einen Bezug, aber ich bin keiner, der dann ganz so tief eintaucht, um das zu erleben. Das habe ich mir eher erschlossen durch Nachdenken. Waren denn trotzdem solche Begegnungen auch hilfreich für die ein oder andere eigene Entscheidung, die man dann treffen musste? Absolut. Ich habe bei vielen Themen auch immer gute Gespräche von interessanten Ratgebern gehabt. Übrigens auch welche, die immer widersprochen haben. Ich habe in der BA, das war mein Stichwort, gesagt, wir müssen organisieren, dass wir Widerspruch kriegen. Das ist eigentlich, sagen wir mal, die höchste Führungskunst. Wenn man in so einer Funktion ist, hat man ja, Sie kennen das auch, die Menschen, die sagen, tollerweise, das war aber gut heute wieder. Das ist ein Risiko, dass man keine Resonanz mehr hat. Also ich habe Widerspruch organisiert und habe mir darüber die Welt erschlossen. So ganz sagen, ich kann nachempfinden, wie jemand Angst hat, wie jemand um seine Existenz ringt, wie jemand für seine Familie nachdenkt, wenn das Geld ausgegangen ist. Das kann ich nicht so nachempfinden, aber durch die Berichte habe ich wenigstens verstanden, was das für eine Belastung ist und habe eben versucht,
das in der Geschäftspolitik mit einzubringen. Wenn Sie das mal so Revue passieren lassen, die vielen Jahre, welchen Einfluss hat denn die BA tatsächlich auf den Arbeitsmarkt? Oder sind Sie so etwas wie der Erfüllungsgehilfe politischer Entscheidungen? Also früher war die BA sehr in die Politik eingebunden. Das hat Vorteile, dass man eben eine gute Abstimmung hat, hat aber auch Nachteile. Das ist keine Kritik an Politik, weil die Unterschiede in der Bundesrepublik riesengroß sind. Ich habe Agenturen, die haben 1% Arbeitslosigkeit in Bayern, in Eichstätt, deren Hauptthema ist, wie kriegen wir irgendwie Arbeitskräfte, wie können wir irgendwie Leute von der Schule holen. Ich habe andere Regionen, die liegen bei 10% und dann noch einer schlechten Struktur. Und ich glaube, das kann nicht Politik regeln. Da hat man mir durch die Arbeitsmarktreformen, die ich in der Summe gut finde, ganz viele Freiheitsgrade gegeben, hat mich aber dann auch gezwungen, immer wieder zu berichten. Was machen wir? Warum? Wie kann ich das begründen? Wie kann ich das vertreten? Und insofern war ich froh, dass ich die BA von der Politik weggeholt habe. Wir haben einen Verwaltungsrat, das sind 7 Vertreter der Gewerkschaften, IG Metall, Verdi, Bau, alle. 7 Vertreter der Arbeitgeber und Bund, Länder und Kommunen. Die sind unsere Aufsichtsbehörde. Und dann haben wir gute Zusammenarbeit mit Politik, natürlich vertrauensvoll. Aber ich glaube, das war gut und damit konnten wir sehr wohl in den Programmen, was zum Beispiel in einer schwachen Arbeitsmarktregion, was in einer starken war, völlig unterschiedlich machen. Was lief denn dabei gut bei der Arbeitsmarktpolitik und wo würden Sie heute so ein Fazit ziehen, da hätte man auch besser sein können? Also die Arbeitsmarktreformen waren ja im Prinzip 3 Programme. Einmal die Arbeitsmarktpolitik zu verändern. Und ich weiß, und es ist gut so, das wird ja gesellschaftlich immer noch kritisch diskutiert. Aber was richtig war, so viele verschiedene Formen von Arbeit zu schaffen. Es wird ja schnell heute gesagt, ja, wir haben prekäre Beschäftigung. Die gibt es. Wenn Menschen Vollzeit arbeiten wollen, wenn Menschen sozusagen am unteren Rand der Besoldung sind, das ist schwierig. Aber Teilzeit hat vielen Menschen die Möglichkeit gegeben, Beruf und Familie miteinander zu verbinden. Wir haben im Moment die höchste Beschäftigung in der Bundesrepublik, die es je gab. Wir haben etwa 44 Millionen Menschen, die arbeiten, bei geschätzt 82, 83 Millionen Menschen. Darunter sind dann auch Fälle, wo man sagt, naja, deren Arbeit ist nicht so schön, aber dass so viele arbeiten können, das entspricht dem Wunsch. Der zweite Baustein war, der BA eine völlig andere Verfassung zu geben. Ich bin immer gewählt gewesen auf 5 Jahre, dann musste ich mich wieder bewerben. Ich hatte in dieser Zeit ganz große Freiheitsgrade für die Programme. In Bayern das Programm, in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt. Da hat Ihnen auch keiner reingeredet. Doch, wir hatten schon gesetzliche Rahmenbedingungen, aber wann wir jemanden fördern, ob wir zum Beispiel, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden, schon in die Schule gehen und dort unterstützen, den Übergang von Schule in Beruf, von Beruf in Ausbildung, ob wir Geld zahlen oder Beratung organisieren. Da haben wir sehr, sehr viel Freiheitsgrade gehabt. So, und das dritte Programm war ja Sozialhilfe mit Arbeitslosenhilfe zusammenzuführen. Und das hat ja bewirkt, dass 500.000 Menschen, übrigens überwiegend im Westen, die in der Sozialhilfe waren und keinen Zugang zu Arbeitsmarktprogrammen, dass man die plötzlich als arbeitslos definiert hat. Damit ist die Arbeitslosigkeit gestiegen, aber man hat das ganze Dilemma gesehen. Ich war ja derjenige, der dann verkünden musste, 5,4 Millionen Arbeitslose und bestimmt nochmal 2 bis 3 Millionen, die in Programmen
Programmen waren und deshalb nicht gearbeitet haben. Und nachdem man dieses Desaster gekannt hat, hat man die Rahmenbedingungen geschafft, besser zu werden. Und heute sind wir noch nicht gut, aber besser. Ein Instrument, mit dem Sie zu tun hatten, wurde in Sachsen-Anhalt erfunden, die Bürgerarbeit. Es war ja ein Mix unterschiedlicher Fördermöglichkeiten, unterschiedlicher Arbeitsmarktinstrumente. War das sinnvoll und warum wurde das eingestellt? Also die Idee ist natürlich, alles zu unternehmen und Menschen zu befähigen, dass sie in der normalen Wirtschaft ihr Geld verdienen können. Und machen wir uns nichts vor, das ist das System. Der Kunde zahlt für unser Gehalt und nicht irgendjemand. Dann gab es aber auch Menschen, wo man klar sagen musste, mit ihrer Leistungsfähigkeit ist es eben nicht machbar zu sagen, verdien dir dein Geld irgendwo. Und es gibt Regionen, wo man beim besten Willen sagen kann, ja okay, ich würde ja gerne arbeiten, ich finde aber nichts. Und dort in diesem Segment fand ich, Stichwort zweiter Arbeitsmarkt oder dritter Arbeitsmarkt und Bürgerarbeit, immer richtig. Wir haben dann die Wissenschaftler widersprochen und haben gesagt, Herr Weise, wir machen einen großen Fehler, wie es früher mit den ABM-Maßnahmen war. Wir schaffen künstliche Beschäftigung, bezahlen das teuer und dann finden die Leute doch nichts. Ja, das ist ein Risiko. Aber die andere Seite, wir haben Leute und zahlen ihnen jahrelang Arbeitslosengeld statt eine sinnvolle Beschäftigung. Da habe ich mich klar entschieden, ich wäre für Bürgerarbeit. Aber das hat dann gesetzlich keine Mehrheit gefunden. Brauchen wir sowas wie einen zweiten Arbeitsmarkt, auch in Zukunft, öffentlich gefördert? Also ich sehe da hinten die Kamera. Ich bin mir drüber im Klaren, das ist jetzt... Sie sind Profi. Ja, ja, aber Sie haben es ja am Anfang gesagt. Antwort eindeutig ja. Und ich kann das auch begründen. Wir haben in der Statistik 200.000 Menschen, die seit 2005, als diese Art von Hartz IV, wie wir das im Volksmund nennen, eingeführt worden ist, beim besten Willen keinen Job gefunden haben. Was haben wir mit denen gemacht? Wir haben sie 5-mal eingeladen zum Bewerbungstraining. Wir haben sie von dem einen Kurs in den anderen geschickt. Und irgendwie war es nicht ganz so ehrlich, denn sie haben mit dem, was sie mitbringen konnten, keine Arbeit gefunden. Ich wäre dafür, die Freiheit dezentral zu geben, zu sagen, Magdeburg kriegt so und so viele Plätze, also sucht wirklich aus. Wer schafft es in den ersten Arbeitsmarkt, die unterstützt ihr. Wer das nicht schafft, es ist so viel gemeinnützige Arbeit notwendig, dann zahlt noch was drauf und die Menschen haben eine Arbeit, eine Würde, eine Tätigkeit. Und es kostet gar nicht so viel mehr. Ich glaube, wenn ich das mal ergänzen darf, gerade der zweite Aspekt, der kommt auch häufig zu kurz. Ich habe letztes Jahr mal ein Praktikum gemacht, einen Tag im Bauhof Kalbe und habe einen Friedhof gefegt. Und dann kam nach 3-4 Stunden ein älterer Mann zu mir, dessen Schicksal gar nicht im Einzelnen jetzt hier aufblättern, und sagte, hör mal, du kommst doch irgendwie aus der Politik und meine Maßnahme endet hier. Und kannst du nicht beim Bürgermeister dafür sorgen, dass ich hier weiterarbeite? Und wenn man sich den ganzen Tag mit diesen Menschen ja auch gemeinsam beschäftigt, indem man da das ganze Laub im Herbst wegfegt, merkt man, der hatte an dem Tag eben 20 soziale Kontakte und hat mit der Oma gesprochen und hat gesagt, ich habe da gerade schon mal wieder weggefegt an deiner Grabstelle. Das mal nebenbei, wir haben in den Statistiken, jetzt gar nicht mal in Ihren, wir haben in Deutschland 1,4 Millionen Menschen zwischen 25 und 35, die haben keinen Berufsabschluss. Und Sie haben eben beschrieben, dass wir Regionen haben, dass wir Branchen haben, Sparten haben, wo wir Fachkräftemangel haben. Was ist da denn zu tun, um diesen Menschen auch einen Berufsabschluss zu ermöglichen, selbst mit 35? Gut, wir dürfen nicht ganz so tun, als könnte der Staat, Sie, Herr Lischka, als Politiker oder ich als Verwaltungsmann, alles tun.
So eine Entscheidung trifft ja ein junger Mensch oder seine Familie auch in der Schule. Und da haben vielleicht manche noch nicht die Ernsthaftigkeit und nutzen die Chance nicht. Dann wird der Schulabschluss nicht geschafft und ohne Schulabschluss ist es ganz schwer, einen Berufsabschluss zu machen. Und diese 1,5 Millionen Menschen, die Sie nennen, die arbeiten ja. Die sind beschäftigt, aber sie haben keinen Berufsabschluss. Und das ist das Risiko, dass die Arbeit immer anspruchsvoller wird und wir in Deutschland berechtigterweise irgendwo sagen, wir brauchen ein Zertifikat. Da kann jemand etwas. Und da kann man nur sagen, erstens, wir müssen jetzt darauf achten, dass in der Schule jede Unterstützung gegeben wird, dass jemand, was auch immer, an Schulabschluss schafft. Das zweite ist, wenn jemand keine Lehre schafft oder sagt, ich will jetzt und muss jetzt Geld verdienen, dann mindestens darauf achten, dass Leistungen erbracht werden, die zertifiziert sind. Also ein Schweißerlehrgang, ein Lehrgang über Anwendung von Microsoft oder sonst was. Und im besten Fall, wenn man dann im Beruf ist und das auch Sache der Arbeitgeber zu sagen, jetzt unterstützt man, dass man manche Qualifikationen noch nachholt. Und da sehe ich auch die Verpflichtung der Arbeitgeber. Die haben ja den Fachkräftebedarf. Und da würde ich sagen, da müssen sich die Menschen drum kümmern. Da muss ein junger Mensch sagen, statt samstags nur Freude zu haben, mache ich einen Volkshochschulkurs und lerne ein bisschen Englisch, was heute immer mehr gebraucht wird. Und die Arbeitgeber müssten das Angebot machen und sagen, Sie sind hier ein guter Beschäftigter, Sie sind eine gute Beschäftigte, wir machen einen Deal. Sie machen diese Weiterbildung und dafür stelle ich Sie frei und das bezahle ich. Ohne Berufsabschluss wird es schwierig. Das muss man den Menschen ganz klar sagen. Das ist das Risiko, wenn ich meine Statistik sehe, sind diejenigen, die schlechtere Schulbildung haben und keinen Berufsabschluss haben, diejenigen mit dem höchsten Risiko von Arbeitslosigkeit. Das müssen wir auch dann den Menschen klar sagen. Herr Weise, wir haben den Osten bisher nur gestriffen. Nun haben wir eine Situation ja hier gehabt nach der Wende, nach der Wiedervereinigung, wo es erhebliche Umbrüche gegeben hat, wo industrielle Kerne auch regelrecht, um es mal vorsichtig zu sagen, geschliffen wurden. Wo wir Regionen hatten in den 90er Jahren, selber in Sangerhausen mal gewohnt, Mansfelder Land, da hatten sie in den 90er Jahren eine faktische Arbeitslosigkeit von über 50%, die sie in jedem Stadtbild gesehen haben. Mal rückblickend betrachtet, auch mit Ihrer Erfahrung, hat es Dinge gegeben, die man vielleicht auch hätte anders machen können? Ich weiß, das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Da werden sich auch noch viele den Kopf drüber zerbrechen. Aber man hat jetzt, glaube ich, so 27 Jahre nach der Wende, glaube ich, muss so eine Frage auch erlaubt sein, ohne dass man da irgendwo Schuld hinweist. Absolut. Ich bin noch nicht der Berufene, der sozusagen mit großer Kenntnis der Themen jetzt sagen kann, das war richtig, was war falsch. Aber für meinen Bereich Arbeitsmarkt kann ich mindestens Beobachtungen beschreiben. Ich bin direkt nach der Wende in den Aufsichtsrat von Robotron gekommen. Und ich selber war ja in der Automobilzulieferindustrie. Und was die Menschen und die Firmen in diesem Bereichkombinat geleistet haben, war erstklassige Arbeit. In der Technik, in der Technologie, in der Art der Arbeit. Was aber nicht mehr da war, war der Markt dafür. Die westlichen Firmen haben gerne den Markt gesehen, aber nicht mehr die Produktion und der ganze Osten war weggefallen. Und da würde ich jetzt mal sagen, das ist natürlich tragisch, dass Kompetenzen, Kenntnisse, Firmen, die gut funktioniert haben, in Chemnitz war ich damals sehr oft, praktisch keinen Markt mehr haben. Und insofern ist die Frage schon berechtigt, haben wir den Übergang gut gemanagt,
oder hätte es Möglichkeiten gegeben zu sagen, wir erhalten die industrielle Kapazität, die im Prinzip gut war, aber der Markt war weggefallen. Ganz schlimm im Bereich war ja mal Vorstand bei FAG Kugelfischer. Da gab es die Kugellagerwerke in der DDR, die waren von der Qualität her im Ostblock das Beste, was es gab. Aber durch die Währungsreform war dann schlichtweg der Markt weg. Keiner konnte das bezahlen. Ich beschreibe nur. Jetzt zu sagen, hier am Tisch Lösungen, weiß ich nicht. Nur das hat Tausenden von Menschen den Arbeitsplatz gekostet und hat die industriellen Ressourcen kaputt gemacht. Und die sind in dem Maße auch nicht mehr aufgebaut worden. Das ist eine schwere Last. Was sagen Sie zu der These, der Osten ist die verlängerte Werkbank des Westens? Das haben sicher viele Firmen so gesehen aus dem Westen und haben das genutzt. Und wenn man heute sieht, wie viel zentral von DAX-Unternehmen gibt es im Osten, ich glaube keine. Es gibt wunderbare Cluster, ich selber bin ja in Radebeul geboren in Dresden. Es gibt wunderbare Cluster von industrieller Dienstleistung und so weiter. Aber man muss klar sagen, das ist unter die Räder gekommen dieser schnellen marktwirtschaftlichen Entwicklung. Wir hatten übrigens bei Robotron dann die schlimme Situation, dass viele Patente verletzt wurden damals hier. Und große amerikanische Firmen und andere haben sich nur zufriedengestellt, indem die gesagt haben, okay, wir übernehmen einen Teil, den Rest könnt ihr behalten und damit verzichten wir auf Klagen. Und was den Arbeitsmarkt angeht, ist da die Wiedervereinigung aus Ihrer Sicht abgeschlossen? Oder wo gibt es noch Nachholbedarf? Und wagen Sie eine Prognose, wann das abgeschlossen sein könnte? Also Leidtragende war die Generation, die zur Zeit der Wende so um die 50 Jahre war. Das war ganz klar. Da haben viele etwas gekommen und sind einfach nicht mehr zum Zuge gekommen. Und alles, die Vorbehalte gegen Ältere und können die noch lernen und sind die gesund und so weiter, alles kommt zusammen, was ja heute noch. Die junge Generation heute, die ist im Markt angekommen, allerdings auch eben noch mit dem Nachteil, dass sie oft ihren Arbeitsplatz an anderer Stelle sucht und nicht dort, wo sie eigentlich ihre Heimat empfindet. Ich meine, man braucht ja nur montagmorgens auf die Autobahn von Berlin nach München schauen. Und die westlichen Bundesländer, wie zum Beispiel Bayern und andere, so schön das ist und so erfolgreich sie sind, sie haben ihren Erfolg auch zu verdanken, dass viele Menschen gependelt sind aus den ostdeutschen Bundesländern und dort gearbeitet haben. Oder ganz weggewandert sind. Oder ganz weggewandert sind. Insofern würde ich sagen, nein, da ist noch Ungleichheit am Arbeitsmarkt. Jetzt lohnt es sich nicht, darüber zu lamentieren. Ich glaube, die Potenziale hier sind vorhanden. Man sieht ja die Regionen, wie sie sich entwickeln. Und was fair war, muss man wirklich sagen, die Solidarität der Menschen. Ich habe aus den westlichen Bundesländern pro Jahr 100, jetzt weiß ich es nicht genau, ich schätze mal 2-3 Milliarden Euro nur aus der Arbeitslosenversicherung als Überschuss hier in die östlichen Bundesländer gebracht. Denn in den westlichen Bundesländern gab es höhere Beschäftigung, höhere Löhne, niedrige Arbeitslosigkeit. Ich habe einen riesen Überschuss in Bayern, in Baden-Württemberg gemacht, nur aus den Beiträgen der Arbeitslosenversicherung. Und in 10 Jahren haben wir 150 Milliarden Euro in den Osten gebracht. Da wurde dann hier Arbeitslosigkeit subventioniert, ABM und so weiter. Das ist eine Solidarität, die der Einzelne jetzt nicht entscheiden konnte, aber die schon da war. Das muss man auch anerkennen. Was eben schlimm und bedauerlich ist, diese lange Periode, wo hier keine Arbeit war für Menschen, die eigentlich was leisten konnten.
Jetzt kommen wir mal noch zu einer interessanten Episode Ihres bisherigen Lebens, nämlich den September 2015. Da haben Sie noch etwa 1,5 Jahre gehabt bis zur Pensionierung. Und dann ist der Bundesinnenminister gekommen und hat gesagt, Herr Weise, Sie müssen jetzt im BAMF, im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ich weiß nicht, aufräumen oder wie war es tatsächlich, Herr Weise, im September 2015? Ja, wir hatten schon eine dramatische Situation. Wir hatten 300.000 Asylbewerber, die einen Antrag gestellt hatten, aber monatelange Wartezeiten auf die Entscheidung. Wir haben zweitens, wie wir später festgestellt haben, 400.000 Menschen gehabt im Land, verteilt auf die Kommunen, ohne genau zu wissen, wer das ist. Nicht registriert, nicht sicherheitsüberprüft und noch gar keinen Antrag gestellt. Und dann war die Erwartung, es kommen noch mal 300.000. Und die Situation, die war unerträglich geworden, sowohl für die Asylbewerber, muss man sagen, in diesem unsicheren Zustand, als auch für die Sicherheit, als auch für jede öffentliche Ordnung. Und es war klar, dass BAMF in dieser Aufstellung, wie die das hatten, kann das nicht bewältigen. Und jetzt muss man sagen, die BAMF ist in Nürnberg, die Bundesagentur für Arbeit ist in Nürnberg, wir sind eine große, geübte, kampagnenfähige Organisation. Da war naheliegend zu sagen, ja Mensch, Herr Weise, dann gehen Sie dort rüber und helfen denen. Und das war auch die Idee. Und da kann man im öffentlichen Dienst auch nicht sagen, ich habe es mir jetzt gemütlicher vorgestellt, wollte eigentlich so langsam ausgleichen. Ja, aber Sie hätten es nicht machen müssen. Also ich kann mir schon vorstellen, der ein oder andere hätte gesagt, 1,5 Jahre vor der Rente, ich glaube, Sie sind Motorradfahrer, Kamina Harley. Also da hätten wir auch sagen können, Männer mit 66 auf der Route 66 dem Sonnenuntergang entgegen. Und da muss ich jetzt nicht noch so ein Höllenkommando. Sind Sie jemand, der nicht Nein sagen kann, Herr Weise? Nein, aber jetzt nochmal, eine so schwierige Lage im Staat, und Sie haben es doch als Politiker miterlebt, ich hätte haben doch den Druck erlebt. Nein, Herr Lischka, das glaube ich nicht. Ich komme ja nicht ohne Grund hierher. Sie sind im Innenausschuss immer einer gewesen, der das ganz kritisch hinterfragt hat. Wir kommen vielleicht auch nochmal auf diesen skurrilen Fall des Soldaten. Da sind Sie zu falschen Beurteilungen gekommen. Aber nein, dieses Verantwortungsbewusstsein muss da sein im öffentlichen Dienst. Da kann man nicht Nein sagen. Und dann habe ich klar gesagt, das machen wir, wohl wissend, dafür kriege ich keinen Lorbeerkranz. Da kann ich sozusagen nur die schwierigsten Themen erledigen. Das war ich den Menschen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schuldig, der Politik. Ja gut, und auch der eigene Ehrgeiz, das kriegt man irgendwie hin. Das schaffen wir. Den Lorbeerkranz würde ich Ihnen sogar gerne geben. Ich habe es Ihnen auch schon mal gesagt, ich glaube, das wäre schiefgegangen ohne Sie. Das sei mal so deutlich, das müssen Sie nicht kommentieren. Aber wie hat man sich das eigentlich praktisch vorzustellen? Vormittags dann Bundesagentur, nachmittags BAMF und dazwischen Berlin und der Rest der Republik. Wahnsinn, ne? Ja, aber so ungefähr ist es auch. Ist 5 Minuten, Autominuten ja. Entfernt. Und hat aber zu Recht im Augenblick auch 2 Behördenchefs wieder, ne? Ja. Aber ich bin Frühaufsteher, ich stehe gerne so um 5, 5:30 auf. Ja, das kann. Ich war immer früh am Schreibtisch und kann auch frühmorgens schwierige Entscheidungen treffen. Abends nicht mehr so sehr, dann lese ich, dann habe ich mit den Leuten gesprochen und es war eben doch, obwohl ich den Sonntag sonst gerne heilige, war es eben 7 Tage die Woche, weil ja ein Problem neben dem anderen auftauchte. Was waren denn so die Hauptprobleme, Herr Weise, mit denen Sie konfrontiert waren? Also ich war schon erstaunt, liebe Abgeordneter Lischka, wie in Ihrem Bereich des Innenministeriums eine Behörde so wenig sich auf die Themen eingestellt hatte. Da haben die Entscheider im BAMF
aus den Zeiten, wo wenig zu tun war, einen entscheidungsfreien Tag die Woche gehabt. Das haben die aber auch behalten, als 300.000 Rückstand war. Darf ich Sie mal ganz kurz, wir kommen dann nochmal zurück, mit einem ganz, ganz bösen Witz konfrontieren. Den gab es schon in Bonn, den gab es dann auch in Berlin. Der hieß, die guten Beamten gehen in Ministerien, die mittelmäßigen in den Osten und die schlechten ins BAMF. Sie lächeln so. Haben Sie auch schon mal gehört? Sie müssen ja nichts sagen, aber es war eine Behörde, die jedenfalls, sagen wir es mal so, jahrelang auch nicht im Fokus stand, weil wir hatten Erstanträge 2007, 2008 so unter 20.000 und man hat sich wahrscheinlich Gedanken gemacht, was macht man überhaupt mit der Behörde? Und auf einmal wird diese Behörde von so einem Tsunami regelrecht überrollt, der auch nicht über Nacht kam, glaube ich. Also zwei Aspekte. Erstens mal sehr interessant. In der Bundesanstalt waren Menschen, die wurden beschimpft von der Öffentlichkeit als langsam und so weiter dargestellt. Heute sind das Helden. Wir haben letztes Jahr unsere Ziele erreicht. Die Arbeitslosigkeit ist extrem niedrig und wir haben einen Überschuss von über 5 Milliarden Euro gemacht, die wir jetzt wiederum nutzen können für Qualifizierung. An den Menschen liegt es nicht. Die, die vorher schlecht waren, sind jetzt gut. Ich glaube, es sind die Voraussetzungen für den Erfolg, die wir als Führungsgesetzte schaffen müssen. Und da bin ich ein bisschen enttäuscht über die Führung, die in der Verantwortung war, ein solches BAMF zu trainieren und zu sagen, Leute, im Moment läuft es gut, aber denkt mal nach, das kann schwieriger werden. Und dieses Training, die Ernsthaftigkeit, die Anspannung hat völlig gefehlt. Deshalb habe ich eine wirkliche Auseinandersetzung mit der Führung im Innenministerium, im BAMF gehabt, fast schlimmer als mit der täglichen Arbeit. Das Zweite ist, man muss eben in diesen Szenarien denken. Wir waren, wenn wir das dann gesehen haben, überhaupt nicht geübt. Es gibt 600 Ausländerbehörden in der Bundesrepublik, die sind nicht geübt, mit den Ländern zu arbeiten. Die Länder nicht mit den Bundesbehörden und. Und das unter diesem Druck von 1 Million Menschen, die gekommen sind. Na gut, und wie es immer ist, dann hat sich doch eine Schar von Leuten gesammelt, die gesagt haben, wir sehen die Verantwortung für die Menschen, für den Staat. Und dann sind wir ein bisschen vorangekommen. Gab es eigentlich Momente, ich spreche jetzt mal so den Jahreswechsel grob 2015, 2016 an, wo der Frank-Jürgen Weise im stillen Kämmerlein auch mal ein paar Sekunden oder Minuten gedacht hat, das kann ja auch alles aus dem Ruder laufen. Es muss ja gar nicht am BAMF oder an ihm liegen. Das kriegen wir vielleicht hier nicht mehr gestemmt. Naja, wir haben ja auch, und das gehört einfach zum Leben und zur Wahrhaftigkeit dazu. Ich habe ja gesagt, wir müssen 1 Million Fälle bearbeiten. 300.000 Bestellte noch nicht bearbeitet, 400.000, die übers Land verteilt waren, 300.000, die noch gekommen sind. Und die Zielsetzung war, dass diese 1 Million machen wir. Nachher musste ich sagen, das ist nicht zu schaffen. Wir sind dann auf 700.000 gekommen, was gegenüber früher wesentlich mehr war, aber nicht ganz das erreicht hat. Das schmerzt schon, wenn man zurückgehen muss, wenn man sagen muss, es hilft nichts, der Schmerz ist da, das schaffen wir so nicht. Und die Belastung war schon sehr, sehr groß. Ich habe dann meinen eigenen Rückzugsraum für mich genutzt, was schön war, sich immer mit anderen auszutauschen. Und wenn ich mal kleinmütig geworden bin, da hat mir jemand auf die Schulter geschlagen und hat gesagt, komm, wir können es mal von der Seite sehen. Und dasselbe habe ich mit anderen gemacht. Alleine kann man das nicht bestehen, muss man sagen. Und ich habe eben in der Politik die erlebt, die gesehen haben, die Ausgangslage war doch ganz schwierig. Und es lohnt sich jetzt nicht zu sagen, wer hat da Schuld, sondern jetzt bewältigen wir das. Aber auch kritisch hinterfragt. Es waren aber schon Schlaumeier dabei, die dann gesagt haben, ja, warum ist das denn nicht, wo ich schon erstaunt war, mir einen Teil gedacht habe, aber dann im Endeffekt schon durchgestanden
Womit Sie ja sofort begonnen haben, ist eigentlich beim Thema Flüchtlinge Ihre beiden Behörden miteinander zu verzahnen, die BA und das BAMF. Warum? Warum war Ihnen das so wichtig? Weil für die Menschen, die auf Zeit eine Bleibeperspektive haben, Arbeit für mich untrennlich verbunden ist mit Integration. Wer arbeitet in der kleinen Lebensgemeinschaft am Arbeitsplatz, der spricht Deutsch. Wer arbeitet, der muss sich daran gewöhnen, dass es Regeln gibt. Wer arbeitet, zeigt den Menschen, dass er einen Beitrag leistet, dass er auch was mit verdient für das, was wir ihm geben. Arbeit ist auch Würde, Anerkennung. Und deshalb war für mich klar, für die, die einen Schutz bekommen, es ist ja gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte, und auf Zeit Bleibeberechtigung ist Arbeit die beste Art der Integration. Und da haben wir eben Glück, dass wir im Moment dafür die Angebote haben. Was wir geschaffen haben als BA, war die sogenannte betriebliche Erprobung. Das heißt, ich konnte Leute, die aus Syrien kamen, keinen Berufsabschluss haben, weil es den nicht gibt, aber als Maurer gearbeitet haben. Die konnte ich in Firmen geben, habe etwas dazu gezahlt, habe gesagt, die machen Sprachkurse, dann haben die ihre Erprobung und am Ende der Erprobung wurde gesagt, okay, der kann das und da fehlt noch so und so viel wegen mir zum Berufsabschluss. Das halte ich für das Erfolgversprechende. Und das war eben schlecht vorher, dass sozusagen der Bereich des Innenministeriums seine Integration eher intergalaktisch gesehen hat, mit allen möglichen Kursen und Betreuung, währenddessen ich sage, das ist die Praxis. Und deshalb passte das, dass die BA mit ihren Programmen direkt ins Ankunftszentrum gegangen ist. Wir haben ja was Schönes entwickelt, die Menschen kommen ja ohne Sprachkenntnisse. Wir haben dann sozusagen Bilderserien und dann haben wir gesagt, du musst immer tippen, wenn du was erkennst. Und über diese Bilderserien ist eben am Ende rausgekommen, der ist Maurer. Der kann eine Kelle erkennen, der hat Steine, der ist Maurer, diese Vermutung. Und dann sind wir dem weitergegangen und dann eben befragt mit Dolmetscher, was hat er denn gemacht? Und da haben wir viele Menschen getroffen, die durchaus Bildung, Qualifikation hatten, aber natürlich nicht den letzten Abschluss. Haben Sie dafür eigentlich viel Überzeugungsarbeit leisten müssen? Nein, da war zum Beispiel die Frau Nahles als Ministerin sofort gewonnen. Die hat das mit unterstützt. Wir haben auch aus dem vielen Geld, was wir hatten, zusätzliche Mittel bereitgestellt, damit nicht später mal das Argument kommt, das geht zu Lasten der anderen Arbeitslosen. Das war wichtig. Wir haben in der Zwischenzeit, wir hatten mal fast 20 Milliarden Euro Rücklage, haben wieder Rücklagen aufgebaut, haben das Geld dafür eingesetzt und diese Abläufe im Bundesamt, wie begegnen wir einem Menschen, was wir ja Ankunftszentrum genannt haben. Das hieß als erstes Arzt und Betreuung, zweitens Sicherheit, was immer noch nicht ganz so gut gelöst ist, drittens Anhörung, Befragung. Und wenn das durch ist und eine Bleibeberechtigung zu erwarten ist, dann an die Leute von der Bundesagentur für Arbeit, die sofort die Kompetenzen abgefragt haben. Das haben wir organisiert und das ist gut gelaufen. Herr Weise, diesen Herbst 2015, als Sie Ihre Arbeit ja auch begonnen haben, wie haben Sie den erlebt? Wir hatten ja so eine scheinbar grenzenlose Hilfsbereitschaft, die innerhalb kürzester Zeit in eine teilweise grenzenlose Abneigung umgeschlagen ist. Ist das auch Ihre Erfahrung gewesen, Ihr Erleben? Naja, ich sagte es ja, ich war weder grenzenlos begeistert, dass so viele Menschen kommen. Und man wünscht sich doch auch nicht, dass Menschen fliehen müssen, um ihr Leben, ihre Ideen zu retten. Also ich finde das sehr schwierig, Flucht.
Und mir war klar, wenn so viele nach Deutschland kommen mit so unterschiedlicher Kultur, Verhaltensweisen, da können wir eine bestimmte Zahl verkraften, aber dann wird es schwierig. Auf der anderen Seite, als ich dann die Aufgabe hatte, da habe ich dann nicht viel rumgegrübelt, sondern gesagt, jetzt müssen wir bewältigen. Wenn die schon mal da sind, müssen wir das machen, wie man das von Deutschland erwartet. Und da haben wir dann gesehen, da waren wir nicht gut vorbereitet. Heute, bei allen Mängeln, die noch da sind, und ich bin ein bisschen enttäuscht, was so manchmal in der Presse geschrieben wird, schlechte Qualifikation und so weiter, wir sind ein ganzes Stück besser als vorher. Sagen Sie doch mal, vielleicht jetzt in den 1,5 Jahren, was ist richtig gut gelaufen? Fangen wir damit mal an. Was ist gut gelaufen? Dann kommen wir vielleicht zu dem, was auch nicht so gut gelaufen oder hätte besser laufen können. Was ist gut gelaufen? Ja, als wir angetreten sind, war die Dauer von der Antragstellung bis zur Entscheidung im Schnitt 7 Monate. Und die Wartezeit, bevor ein Antrag gestellt wurde, gar nicht gemessen, vermutlich 12 Monate, 6, 7 Monate. Jetzt ist die Dauer, wenn ein Mensch die deutsche Grenze überschreitet, bis er seine Entscheidung bekommt, 1,4 Monate. Das ist mit Sicherheit. Denn überlegen Sie, was das für ein Geld kostet. Die Leute haben ja kommunal Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, durften nicht arbeiten und wir wussten nicht, wer ist da da. Unglaublich, solche Zustände in Deutschland, das ist bewältigt worden. Das Zweite ist, wir haben ja als BA die Erwartung gehabt, im ersten Jahr kriegen wir 10% in Arbeit. Und das funktioniert auch. Und jetzt steigert sich das, im fünften Jahr sollen es 50% sein, derer, die bleibeberechtigt sind, die arbeiten. Dazu muss man vielleicht mal sagen, das sind ja auch Zahlen, die es in den letzten Jahrzehnten immer bei Flüchtlingen auch gab. Also das ist jetzt nicht nur einfach so dahergesponnen, sondern es ist tatsächlich immer so gewesen, etwa, sagt man, 8-10% im ersten Jahr, 50% nach 5 Jahren. Ja gut, aber es ist ein Unterschied, ob ja, Sie Ihre kleine Zahl irgendwie auf die große Bundesrepublik verteilen oder ob Sie plötzlich eine große Zahl haben. Das ist schon eine große Leistung der Unternehmer, der Unternehmen, der Menschen, die da mitmachen. Also gibt viele gute Sachen. Was wir jetzt haben, ist Sicherheit herstellen. Das ist doch die Voraussetzung, dass wir auch Vertrauen behalten können, dass wir nicht die Flüchtlinge diskreditieren als potenzielle Attentäter. Darf ich da mal dazwischen fragen? Wie groß sind denn die Sicherheitsrisiken, wenn Hunderttausende im Herbst 2015 kommen, zu einem großen Teil, aus welchen Gründen auch immer, ohne Papiere? Und wie hat Ihre Behörde, wir haben auch die Sicherheitsbehörden, darauf reagiert, um Sicherheitsrisiken zu minimieren? Und wie weit sind wir da eigentlich? Also wir haben bereits im letzten Quartal 2015 erkannt, dass die Prüfung der Identität nicht gut funktioniert. Da hat jemand keine Papiere und da muss man vorsichtig sein. Es gibt manche, die haben ihre Papiere weggeworfen, um sich zu schützen während der Flucht. Es gibt andere, die haben es weggeworfen, um zu betrügen, zu lügen und Identität zu verschleiern. Und wenn man den Menschen gegenübersetzt, kann man es nicht erkennen. Deshalb haben wir dann recherchiert, was gibt es auf der Welt, zum Beispiel in Israel, in Amerika. Wir werden jetzt diesen Monat vorführen, das hätte man längst machen können, wie eine hundertprozentige Identitätsprüfung ist. Das fängt an beim Lichtbild, was wir automatisch sofort vergleichen mit allen Bildern in den sozialen Netzwerken. Und wenn wir da sehen, hier ist er dunkel und hat einen langen Bart und da ist er blond, dann ist das Anlass für eine Fragestellung. Das zweite ist der Fingerabdruck nach modernster Technik, der sofort weltweit geprüft wird. Das dritte ist die Spracherkennung. Die hätte auch den Fall Franco A. sofort erledigt. Da bekommt ein Mensch, der kommt aus Syrien, ein Bild, ein Landschaftsbild, ein Auto, ein Familienbild und spricht für 2 Minuten in den Telefonhörer auf Syrisch, was er sieht.
Und 30 Sekunden später bekomme ich eine Auswertung, das ist ein Dialekt, der wird gesprochen in dieser Region. Da gibt es aber auch Auswanderer nach Iran, aber er ist garantiert nicht hier. Wir hätten es sofort erkannt. Und das vierte, ganz wichtig, die Schrifterkennung. Wir haben ja im BAMF es so, dass wir alles in lateinische Schrift übersetzen. Nun sind arabische Namen die Kombination vieler Namen. Was wir dann gemacht haben, den ersten Namen übersetzt, deshalb heißen 100.000 Ali. Aber das ist nicht Ali, sondern in der Kombination. Wir können heute, wenn jemand unterschreibt, in dem Moment alle Telefonbücher weltweit überprüfen. Wir können überprüfen, ist da eine Logik in der Schrift? Und diese vier Module machen es ganz klar. Jetzt nicht die letzte Entscheidung, sondern die letzte Entscheidung beim Anhörer sagt, sagen Sie mal, da stimmt irgendwas nicht. Der Dialekt passt nicht zu Ihrer Fluchtroute. Sie haben Bilder in den sozialen Netzwerken, die zeigen, Sie waren schon mal in England. Und deshalb nennen wir das Assistenzsysteme, denn es kann ja sein, dass jemand sagt, ja, ich musste mich für was anderes ausgeben. Aber dass wir unsere Entscheider unterstützen durch absolute Digitalisierung, dass wir das jetzt erst machen, Herr Lischka, 2017, ist schon blöd. Da hätte mal jemand nachdenken müssen, 2010, in anderen Bereichen hat man das gemacht. Das sage ich schon, nicht die Beschäftigten des BAMF, aber die Führung hat dort schon Verantwortung gehabt. Dann kommen wir aber auch mal zu unserem Fall Franco A. Herr Weise, wir haben ja ohne diese technischen Möglichkeiten, die Sie beschrieben haben, und zwar behaupte ich mal beide, vor Franco A, wenn wir gefragt wurden, wie läuft das eigentlich, wie bekommt ihr das raus, Identität, Staatsangehörigkeit, uns beide relativ tapfer auch vor Fernsehkameras gestellt und erklärt, es gibt da Dolmetscher, die kennen unterschiedliche Dialekte. Es wird nachgefragt nach regionalen Besonderheiten bei dieser Geschichte und, und. Und dann kommt so ein deutscher Bundeswehroffizier und irgendwie, wenn man sich den Vorgang mal so anschaut, auch das Protokoll, dann ist da nicht sehr viel von über, von dem, was wir so tapfer erzählt haben. Kann man das denn erklären? Können Sie das erklären? Was ist da wirklich schiefgelaufen? Also erstens, da sind Fehler passiert und für die Fehler bin ich verantwortlich, nicht die Menschen. Was jetzt zum Beispiel dieser Personalrat im BAMF macht, meinen Beschäftigten aus der BA, der Entscheider war, zu beschimpfen, finde ich unkollegial. Ich finde das schlimm. Ich, Frank Weise, bin für die schönen Fortschritte verantwortlich, aber auch für die Fehler. Die Fehler sind passiert im Einzelnen, ich komme drauf, und die wären vermeidbar gewesen. Gehen wir als erstes zu dem Dolmetschen, der sagt, ich komme aus einer Minderheit aus Syrien, aus Damaskus, die spricht Französisch, das sind Christen. Die gibt es wirklich. Jetzt kam der Dolmetscher, der war auf Arabisch, den hat man weggeschickt und hat eine junge, unerfahrene Dolmetscherin geholt, die Französisch übersetzt. Die hätte sagen müssen, dieses Französisch klingt aber sehr deutsch. Das klingt nicht wie Syrisch. Das habe ich ja gedacht. Sie hat es gedacht. Später hat sie gesagt, ich habe das bemerkt. Ja, wollen wir der Frau jetzt Vorwürfe machen, die ist irgendwo geholt worden, gesagt worden, hier, übersetzen Sie mal. Also nein, der darf man keine Vorwürfe. Dann ging die Kette weiter, auch vor der Entscheidung gab es Hinweise, da stimmt irgendwas nicht, aber unter dem Druck der vielen Arbeit hat man gesagt, komm, entscheide den, der ist Christ, der ist Syrer und das muss man entscheiden. Da sind eindeutig Fehler gemacht worden, jetzt aber Herr Lischka auch eins, also erstens Fehler, ich Frank Weise, das zweite ist, wir können nicht ein normales Verfahren so sicher machen, dass es vor so einer kriminellen Energie und so einem Irren schützt.
Wenn ich in jedem Asylbewerber so einen Verrückten sehe wie diesen Typen, denn man muss ja überlegen, irgendwann wäre es rausgekommen. Das wäre ja nicht gut gegangen. Mit so einer kriminellen Energie. Ich kann kein Standardverfahren machen, was sozusagen diese kriminelle Energie unterstellt. Ja, aber darf ich einmal ganz kurz, tut mir leid, trotzdem widersprechen. Der Standard hätte allerdings zum Beispiel dazu geführt, als der Herr gesagt hat, ich habe hier eine Schussverletzung davongetragen, als wir vom IS überfallen wurden, dass man gesagt hätte, nach dem Standard, zeig mal, eigentlich wäre es sogar so weit gegangen, eine entsprechende kurze medizinische Augenscheinnahme. Der Standard, deshalb frage ich auch so, bei diesen regionalen Besonderheiten hätte schon dazu geführt, zu fragen, deine Schule lag 30 Kilometer entfernt, wie bist du eigentlich dahin gekommen? Rein praktisch. Und das gehört so zu den Dingen, Sie haben recht, diese kriminelle Energie, aber wo ich sage, selbst der simpelste Standard hätte hier möglicherweise dazu geführt, dass das Misstrauen doch so groß gewesen wäre, dass gesagt worden wäre, also guck nochmal. Zumal es ja hinterher so war, dass der Entscheider gesagt hat, Staatsangehörigkeit ungeklärt, hat den Fall auch wieder zurückgegeben. Also deshalb war meine erste Aussage Fehler gemacht. Fehler gemacht, aber ich bin dann dagegen, sozusagen den Einzelnen jetzt zu suchen, dann verlieren die Menschen das Vertrauen in ihre Führung. Dann sagen sie, aha, die da oben wollen 1 Million Entscheidungen, aber wenn ich einen Fehler mache, bin ich's. Und deshalb ganz klar, der Fehler lag dann bei mir, unter den vielen Guten, was gelungen ist. Und die Verantwortung ist da, daraus muss man lernen und daraus diese Hilfssysteme, die sozusagen jetzt sicherstellen, dass der Fehler vermieden wird. Wir werden immer solche menschlichen Fehler haben. Man begegnet ja Menschen, da ist man berührt vom Schicksal. Da kommen Frauen, die sind sogar noch, denen ist sogar noch in Europa Gewalt angetan worden. Ich will jetzt keine Länder blamieren. Wenn man diesen Gefühlen nachgibt, ist man nicht mehr sicher in der Entscheidung. Und deshalb wollen wir diese Assistenzsysteme haben, die zum Beispiel bei der Identität eindeutig prüfen. Und dann kann man sagen, in Ruhe den Fall beurteilen und dann gerecht werden. Aber da sind Fehler passiert. Jawohl, der Fall Amri ist ein völlig anderer Fall. Der geht auf das Konto, dass wir zwischen den Ausländerbehörden keine Vernetzung haben. Da konnte sich einer so und so oft bei Ausländerbehörden melden. Ja, da haben auch viele zugeguckt. Das betrifft jetzt weniger das BAMF, glaube ich. Den Sicherheitsbehörden war schon sehr, sehr schnell klar, wer da unterwegs ist mit unterschiedlichen Identitäten. Und man hat dann gedacht, wir weisen ihm hier was nach und hatten dann aus den Augen verloren. Ich glaube, das betrifft jetzt weniger das BAMF. Würde ich denn richtig, ich habe ja auch immer versucht, mir Erklärungen zu suchen, wie sowas passieren kann. Wenn wir mal alle ganz ehrlich sind, damit meine ich nicht nur die Politik, die gerade, aber auch die Öffentlichkeit, die Medien haben von Ihnen was erwartet, vom BAMF. Nämlich den ganzen Berg, den müsst ihr abgebaut haben. Und wir kommen genau zu den Zahlen, die Sie eben auch geschildert haben. Ich meine, das wäre, Sie kommen aus der Wirtschaft im normalen Produktionsprozess wahrscheinlich auch so. Ich habe nach dem Abitur zum Beispiel einer Klopapierfirma, nicht nur Klopapier, gesessen. Da war es auch so, irgendwann wurde die Säge langsam stumpfer. Man hat das so beobachtet, bis der Schnitt nicht mehr ganz so war, dass man sagt, das geht jetzt in den Verkauf. Aber es war nicht immer gerade runter. Und hätte man sich jedes Mal gemeldet, nach dem Standard beim Meister, dann hätte man wahrscheinlich ganze Produktionsstrecken stillgelegt. Ist das so eine Erklärung für das, was in BAMF wahrscheinlich passiert ist auch? Dieser Druck, man muss was machen und dass man dann tatsächlich bei Zweifeln auch nicht jedes Mal nachgreift, weil man einfach sagt, dann kommen wir hier nie weiter. Also zwei Antworten. Erstens, nein, der Druck hat nicht diese Qualitätsmängel erzeugt. Denn im Gegenteil, wir haben die Qualität sogar verbessert. Standardisiertes Verfahren. Es wurde ja auch gesagt, die Leute waren zum Teil nicht so qualifiziert. Da wird übersehen, dass wir natürlich keine generelle wochenlange Qualifizierung gemacht haben, dafür, wie das so schön heißt, Training on the Job.
Das heißt, die Leute wurden in Teams genommen, sie hatten einen erfahrenen, eine erfahrene Kollegin und haben mit einfachen Fällen begonnen. Wir haben eine sehr systematische Arbeit gemacht und interessant, jetzt werden ja Fälle nochmal überprüft, um zu sehen, was sind für Fehler passiert, von denen, die in dieser Zeit passiert sind. Vorher weiß man es gar nicht. Also die Behauptung, die Qualität ist schlechter geworden, müsste ja eine Bezugsgröße haben, was war vorher, wissen wir überhaupt nicht. Es gibt keine Aufzeichnung, wie die Leute Weiterbildung bekommen haben. Das muss man sagen. Aber das Zweite ist natürlich unter dieser Anspannung, dass wir auch gesagt haben, einigt euch und macht Schichtarbeit, arbeitet mal samstags, haben viele sehr gut, freiwillig, mit Begeisterung gearbeitet. Für manche war das eine große Belastung. Die waren das nicht gewöhnt, die hatten dann die Familie zu Hause, hatten Belastungen. Und in dieser Belastung sind solche Fehler passiert. Das muss man klar mitsehen. Es war ja ganz nett. Ich war ja geladen mit Innenminister de Maizière und meiner Nachfolgerin, der Frau Kort, um zu diesem Fall Branco Auskunft zu geben. Und da haben die Fraktionen gesagt, jetzt nehmen wir die Leute uns mal vor. Der Herr Lischka hat öffentlich gesagt, da werde ich mir aber genau anhören, was der Herr Weise da zu sagen hat. Und das Schöne war, als ich dann geantwortet war, waren Sie gar nicht mehr da, sondern Sie haben noch nicht mehr nachgefragt, Sie haben meine Antwort akzeptiert. Das fand ich fair. Sie mussten sagen, das kann so nicht durchgehen, das muss aufgearbeitet werden. Sie haben aber auch implizit gesagt, na okay, lass uns das sachlich machen und nicht spektakulär. Und einige Ihrer Abgeordneten, Kolleginnen in dem Fall, die sind schon böse über mich hergefallen und da dachte ich mir, was hättet ihr eigentlich gemacht, wenn wir nicht im Laufe der Zeit diese Ordnung hergestellt haben? Also insofern... Sie müssen jetzt nicht darauf antworten, ich gebe mal direkt eine Anmerkung. Ich habe mich persönlich ziemlich geärgert, als der Bundesinnenminister im Heute-Journal erklärt hat, er hätte schon immer gesagt, es müsste eine vernünftige Balance zwischen Geschwindigkeit und Qualität geben. Das war nicht unbedingt meine Wahrnehmung. Gehen Sie davon aus, dass das ein Einzelfall ist? Also da wir auch jetzt noch nicht mit dieser Präzision alle Identitätsprüfungen gemacht haben, da wir zum Teil von 600 Ausländerbehörden Datensätze bekommen, die nicht plausibel sind, bleibt ein Restrisiko. Aber es ist erkannt, es ist anerkannt und im Moment arbeiten alle mit hoher Intention daran. Das muss man sagen. Die völlige Sicherheit, so wie wir uns das von Deutschland in diesen Verfahren erwarten, ist noch nicht da. Wir sind aber wesentlich besser geworden. Wir sind dicht dran und meine Nachfolgerin, diese tapfere Frau Kort und hier die Frau Brinkmann, die mit da sind, die müssen das jetzt ganz sorgfältig organisieren. Ich würde sagen, doch in 2017 haben wir dann völlige Sicherheit. Das schließt nicht aus Betrug, Lüge, kriminelle Energie. Das kann immer noch vorkommen, aber sozusagen im Standard haben wir das dann erreicht, was man von uns erwartet. Das BAMF hat ja viele, viele Aufgaben. Ich behaupte mal, auch in den nächsten Jahren. Sie haben das angesprochen, die Fälle, die jetzt aufgerollt werden, Qualitätsprüfung, dann die periodischen Prüfungen, die kommen. Das BAMF hat eine wichtige Funktion bei der Integration. Könnten Sie mir mal sagen, weil das wird man als Politiker wirklich in diesen Tagen häufig gefragt, wie viele Mitarbeiter braucht eigentlich das BAMF in den nächsten 4 Jahren für diese Aufgaben, damit wir auch nicht wieder in so eine Situation kommen. Ich weiß noch, das müssen Sie nicht kommentieren, wie ich mich 2014 bei einer Haushaltsberatung mit dem Maizière darüber gestritten habe, ob 300 Entscheider eigentlich ausreichen, um damals, 2014, 200.000 Asylbewerber bewerkstelligen zu können. Und habe eben gesagt, ich habe keinen Mathe-Leistungskurs gehabt, aber das kann nicht hinhauen, wenn ein Entscheider 500 Fälle im Jahr im Schnitt schafft. Die große Frage ist ja immer, welche Lehren zieht man aus dem, was man im Herbst 2015 erlebt hat? Und was bedeutet das eben auch für das BAMF, so wie Sie es beschrieben haben, wie Sie es übernommen haben.
Und was bedeutet das eigentlich für die nächsten 4 Jahre? Weil im Augenblick gibt es einen Personalabbau, der sicherlich auch in einem gewissen Umfang gerechtfertigt ist. Die große Frage ist nur für mich, die Arbeitsfähigkeit des BAMF, zumindest mal in den nächsten 4 Jahren. Was muss dafür auch mitarbeitermäßig tatsächlich vorhanden sein? Also Herr Lischka, Ihre Einschätzung war dann richtig, denn bereits 2014 konnte man erkennen, das geht nicht gut. Ganz klar, es war eine Fehlentscheidung der Verantwortlichen, dann nicht zu reagieren und eben mit Zeit und Geduld und Sorgfalt Leute einzuarbeiten. Das Zweite ist, wir haben jetzt fürs BAMF 6.000 feste Stellen, 1.000 Stellen für Abordnungen und hatten ja an der Spitze 10.000. Ich würde dringend empfehlen, diese 6.000 Stellen nicht weiter zu reduzieren, selbst wenn jetzt weniger kommen, sondern in dieser Zeit alles nochmal sorgfältig zu machen, zu prüfen, zu qualifizieren. Und ich würde auch empfehlen, dass man sich eine Art Reserve schafft. Man sagt, das haben wir jetzt geübt, aus der BA, aus dem Zoll, aus den Ministerien waren ja Leute bereit zu kommen und eigentlich müsste man einen Pool im Bundesverwaltungsamt machen, wo man sagt, diese Leute wären in einem Notfall einsetzbar. Und die Welle würde ja so sein, zuerst kommen die ins BAMF, dann kommen die alle in die BA. Also es würde Sinn machen, dass man im öffentlichen Dienst etwas vorhält, um dann der Aufgabe gewachsen zu sein. Wenn man dem nachläuft, und das hat das Innenministerium gemacht, wird es wesentlich teurer, in der Qualität schlechter und in der politischen Zumutbar schlimmer. Man kann rechnen, dass ich es rechnen würde, einen bestimmten Teil, die 6.000 Stellen, selbst wenn die mal nicht voll ausgelastet sind, da würde ich die trainieren lassen, da würde ich mir mal Arbeiten vornehmen, Akten überprüfen und so weiter. Hätte ich genügend Fantasie, das wäre notwendig, denn ich meine offen gesagt, für die nächsten 10 Jahre wird sich diese Frage nicht entspannen. Was übrigens sehr schön ist, dass wir zunehmend unsere Leute auch anderen europäischen Ländern zur Verfügung stellen. Wir müssen dringend den Griechen helfen, die das organisatorisch nicht hinbekommen. Wir müssen Italien helfen. Und das macht auch Sinn. Es macht übrigens auch Freude und unsere Leute stolz, dass sie an anderer Stelle helfen können, dieser internationale Austausch. Also ich habe es jetzt nicht genau berechnet. Es wäre schön, wenn Sie auf die Frau Kort hören und dann mit Berechtigung, weil Sie es richtig eingeschätzt haben, diese These vertreten, nicht hoch und runter wie so ein Korken auf der Welle, sondern... Und wir werden Sicherheitsbehörden ja auch erlebt. Wir müssen das jetzt nicht weiter kommentieren. Herr Weise, was sind denn jetzt so die Hauptaufgaben bei den Flüchtlingen, die hier sind? Sie haben Arbeitsmarkt schon angesprochen. Was sehen Sie darüber hinaus in den nächsten 4 Jahren da an Aufgaben? Wenn Sie Familie haben, dann für die gesamte Familie Sprach- und Integrationskurse, und zwar welche, die wirklich klar machen, wer hierher kommt, wem wir gerne Schutz geben, der hat sich aber an unsere Regeln zu halten. Das würde ich unmissverständlich klar machen. Wer das nicht tut, gehört nicht zu. Dann ist es mit Freude zu sehen, wie die Jugendlichen und die Kinder begonnen werden, in der Schule zu integrieren. Da muss man zum Beispiel wirklich mal Bayern ein Kompliment machen. Die haben ja sehr schnell die Schulpflicht und das Schulrecht raufgesetzt und sofort Lehrer eingestellt. Jetzt kam ja so eine Bertelsmann-Studie raus, dass wir so und so viel investieren müssen in Schule. Das ist auch schön. Gut, und dann natürlich auch die Frage, wer ist bleibeberechtigt, wie lang? Ein ganz schlimmer Zustand ist diese Duldung, die eben im Endeffekt dann doch nichts entscheidet, dass Menschen 6 Jahre da sind, Asylbewerberleistungsgesetz kriegen, nicht arbeiten dürfen. Da würde ich mich durchringen oder die ganzen Altfälle. Ich gebe offen zu, das sage ich jetzt als Nicht-Jurist, wohl wissen, dass da
viele Probleme dahinter sind. Aber es ist einfach nicht vertretbar, dass wir Leute hier haben, wenn sie denn schon da sind, dass sie nicht arbeiten können und nur Geld kriegen und dann rumlungern, wie wir das in Köln gesehen haben. Wie sind Ihre Erfahrungen? Ganz kurz vielleicht, wie sind Ihre Erfahrungen beim Thema Rückführung, inklusive Abschiebung? Es gibt ja freiwillige Rückführungen, die auch etwa dreimal so hoch sind wie die Abschiebung. Nicht ganz unterschlagen. Also die freiwillige Rückführung funktioniert ganz gut. Da kommen ja, ich habe das ja erlebt, junge Leute aus dem Balkan, aus Albanien, verführt durch Schlepper, haben Geld bezahlt und denen wurde gesagt, du kriegst dann hier viel Geld und Arbeit. Das ist ein schlimmster Betrug. Das Risiko ist, hätten die Asylverfahren gemacht, sie wären dann nicht anerkannt worden, wären sie nicht ausgereist, hätten sie nie mehr nach Deutschland gekommen. Da gibt es ja einen Pass im Stempel. Und da haben wir gesagt, Spurwechsel, wie wir das nannten, die beraten, geh gleich wieder zurück und bewerbe dich dann, wenn du willst und Deutsch sprechen kannst, auf eine Arbeitsstelle. Diese Zahl ist zurückgegangen, fast auf null. Und da gibt es viele, die mit völlig falschen Vorstellungen gekommen sind, wo man jetzt sagt, Rückführung. Abschiebungen, Herr Lischka, ich habe den Eindruck, es funktioniert nicht. Wir haben im Flugzeug 50 Bundespolizisten und 15 Leute. Das ist unvorstellbar. Ehrlich gesagt, aus meiner Sicht auch mit an den Gesetzen. Wenn man sieht, wie viele Gründe gibt es, so eine Abschiebung zu vermeiden, da kriegt kurz einer vom Flugzeug schnupfen, da fehlt ein Kind. Ja, wobei wir das geändert haben, das muss man jetzt ein bisschen fairerweise sagen, also gerade diese gesundheitlichen Gründe. Ja, aber im Moment praktisch funktioniert Abschiebung gemessen an den Kosten kaum. Ich verstehe, dass man das politisch machen muss, um klar zu sagen, das ist recht, aber praktisch, wer in Deutschland ist, wenn man die Zahlen durchgeht. Könnte sein, das provoziert mich fast zu der Frage, dass es schon zweierlei ist, gerade bei dem Thema, was man eigentlich gesetzlich regelt und wie das dann so in der Praxis läuft. Weil ich komme jetzt mal auf diese gesundheitlichen Sachen wirklich zurück. Das hat ja durchaus Politik identifiziert als ein Hauptabschiebehindernis in der Praxis und hat gesagt, es muss sofort ein ärztliches Attest vorgelegt werden, sich der Erkrankung, Diagnose, nur noch schwere Erkrankung, Erkrankungen, die selbst in den Heimatländern schlechter behandelt werden können, wird dieses Attest nicht vorgelegt mit dieser Diagnose, sondern quasi in die Schublade mal gelegt, um es dann vor der Abschiebung zu holen, ist es unbeachtlich und Amtsärzte. Und in der Praxis macht man dann immer wieder die Erfahrung, das ist so ein Beispiel, dass in der Praxis dann jedenfalls nicht so gut funktioniert, wie es im Bundesgesetzblatt steht. Ja, ich dachte mir, für den Abschluss der Veranstaltung kann ich das drehen und Ihnen Fragen stellen. Denn ich verstehe nicht auch die Gesetzeslage. Wenn ich sehe, die Klagemöglichkeit gegen den Asylentscheid ist ja so, sobald ein neuer Sachverhalt auftritt, ist wieder eine Möglichkeit einer Klage. Es geht nicht von der höheren letzten Instanz. Und wenn Sie sehen, wie viele Ihrer Kollegen Anwälte da, ich sag mal, viele, viele Klagen behandeln, da ich wage mich nicht zu sagen, wie es gemacht wird, aber ich beobachte eins, die Sache läuft nicht gut. Und dasselbe, was ich angenommen habe und das organisiert habe, würde ich mir jetzt von den Rechtspolitikern verlangen, sorgen Sie dafür, dass wir unsere Gesetze durchsetzen können, sorgen Sie dafür, dass solche Dinge geklärt sind. Sonst wird die Geduld der Bevölkerung. Aber ist es, Herr Weise, nicht manchmal ganz simpel? Sie haben doch Erfahrungen gemacht, wie Sie eine Behörde hatten, ich habe das ja eben beschrieben, die schon 2014 nicht dafür ausgerichtet war, für die Flüchtlingszahlen 2014. Es ist letztendlich eine Frage personeller Ressourcen und Kapazitäten. Die Erfahrung haben wir ja übrigens auch gemacht, als dann der nächste Flaschenhals kam. Das waren die Ausländerbehörden vor Ort, in den Landkreisen, in den Kommunen. Das waren die Gerichte teilweise.
die selbst in dem Bereich, wo wir zusätzliche Sicherung der Herkunftsstaaten geschaffen haben, die ja den wesentlichen Effekt haben, dass ein Rechtsweg wirklich erheblich verkürzt wird, dann gar nicht für diese Klagewellen vorbereitet waren, ist es nicht immer eine Frage auch eines handlungsfähigen Staates und gut ausgestatteter Behörden, dass Dinge, die im Bundesgesetzblatt so schön drinstehen, auch in der Praxis funktionieren. Und man immer wieder die Erfahrung macht, und deshalb hatte ich das bewusst auch bei dem BAMF angesprochen, diesen Personalrückgang, wo man tatsächlich in ihrem Sinne, ich stimme Ihnen da vollkommen zu, sagt, nein, dann braucht man auch einen Puffer. Ansonsten hat man sehr schnell eine Situation, dass Hunderttausende kommen und eine kleine Behörde wird überrannt. Das können Sie für jede Behörde durchdeklinieren, dass das eigentlich der springende Punkt möglicherweise ist. Also ich finde es wirklich gut, Herr Lischka, wenn man am vielleicht Ende des Jahres mal wirklich sagt, was haben wir gelernt. Und das offen auf den Tisch bringt und sagt, das sind Mängel, die erkennen wir, haben sie anerkannt und haben eine Idee, wie wir damit umgehen. Das wäre die richtige Konsequenz daraus. Dann braucht man keinen Schuldigen suchen, das wäre auch notwendig. Dazu gehört für mich auch, das sage ich wirklich als Staatsbürger, wenn ich sehe, dass von diesen Ereignissen in Köln, ich glaube, 3 Leute verurteilt wurden mit Bewährungsstrafen. Ich war 6-mal in Afghanistan als Soldat. Eine Bewährungsstrafe in Afghanistan ist lächerlich. Wir müssten mal alles auf den Prüfstein stellen und sagen, um die zu schützen, die unseren Schutz bekommen und die wir anerkennen und wo wir uns da vorstellen und die nicht beschimpfen lassen, muss man genauso gut sagen, wer hier 3-mal kriminell ist, das ist unzumutbar. Und da muss Justiz etwas finden, damit umzugehen, immer noch rechtsstaatlich. Das würde ich gerne auch mit auf den Tisch legen. Wenn man so fair ist, gerade so auch wie ich Politik erlebe, dann ziehen wir als Deutschland die richtigen Konsequenzen. Abschlussfrage habe ich noch, Herr Weiß. Wir haben in ein paar Wochen Bundestagswahl. Wir machen jetzt keine Parteipolitik, wir gehören auch unterschiedliche Parteien an, das funktioniert ja auch nicht. Haben Sie einen allgemeinen Wunsch hinsichtlich der Bundestagswahl oder Erwartung? Also erstens ist es schön, dass die Debatte wieder lebendig geworden ist und demokratisch. Es ist doch gut, sich auszutauschen, geistig zu ringen in diesem Respekt. Und wir sind ja unverdächtig. Ne? Meine Bundeskanzlerin wird gegen ihren Kandidaten gewinnen. Das ist ja schon ganz sicher. Ich meine Wette machen. Aber ich finde, muss ich Ihnen sagen, auch weil ich früher vielleicht manchmal ein Eiferer war, diese Art von respektvollem Kämpfen um richtige Lösungen und natürlich auch kritisch hinterfragen, gut. Und ich würde mir wünschen, dass die Parteien, die das gemacht haben, gestärkt werden und die Parteien, die sich so mit einfachen, plakativen Lösungen nach vorne geben, was dann nicht glaubwürdig ist in der Umsetzung, dass die kleiner werden. Die gehören mit zum Spektrum dazu, das muss man sagen. Wenn die Menschen eben die wählen dann und in den Bundestag kommen, dann ist es demokratisch. Aber ich würde mich freuen, wenn sie stark werden, allerdings immer weit hinter uns bleiben. Ja, Herr Weise, muss ich allerdings mal sagen, ich kann mich noch sehr gut erinnern an 16 Jahre Helmut Kohl. Die letzte Periode war eine Qual für dieses Land, mit ein bisschen viel Mehltau. Insofern, jede Demokratie lebt auch von einem Wechsel. Es ist das gute Recht der Kanzlerin, 16 Jahre voll machen zu wollen. Ob das immer gut ist für ein Land, weiß ich nicht. Können wir uns da auch nachgeben, ist uns nicht einig. Gut. So, ich mache noch eine Fragerunde. Die paar Minuten haben wir noch, das kriegen wir hin. 3 Fragen. Ja. Heike Groß, Lebenshilfe Magdeburg. Herr Weise, vielen Dank. Sie haben auch mir sehr aus dem Herzen gesprochen, insbesondere was die Bürgerarbeit anbelangt. Wir waren hier Pilot für die Bürgerarbeit 2006, sehr erfolgreich. Über 90% der Teilnehmer sind in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse übergegangen. Es war eigentlich für die Menschen, die in den Genuss kamen, dieses Projekt miterleben zu dürfen, eine ganz tolle Sache. Diese haben wieder Mut gefasst, die sind gestärkt worden und wir sind
unter dem Aspekt reingegangen, lieber Arbeit zu finanzieren als Arbeitslosigkeit. Ich denke, das war es auch der Ansatz. Ich bedauere sehr, dass das nicht mehr aufgelegt wird. Vielleicht können wir da, lieber Herr Lischka, in der nächsten Legislatur wieder dran arbeiten, denn ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, dann darf seine Kanzlerin nicht zu stark werden. Ich denke, das war aber auch unter Frau Merkel schon möglich, dass wir Bürgerarbeit hatten. Aber es ist egal. Das interessiert jetzt letztendlich die Menschen nicht, für die ist Arbeit wichtig. Und Sie haben die Bedeutung der Arbeit erwähnt, das ist auch ganz wichtig. Insofern keine Frage, sondern eigentlich auch nur das Resümee, es müssten viel mehr Unternehmer in politische Entscheidungsebenen mit einbezogen werden. Vielen Dank. Gut, dann Herr Nietzsche, Wirtschaftsbeigeordneter. Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne noch einmal auf die Arbeitsintegration von Flüchtlingen zu sprechen kommen. Hier sind Sie ein besonderer Experte, weil Sie einerseits Agentur für Arbeit vertraten und immer noch vertreten und natürlich dann auch das BAMF. Sie haben ja selbst gesagt, dieses Modell betriebliche Erprobung sei eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Also nicht irgendwelche abstrakten Qualifizierungskurse, die dann irgendwann mal zu Berufsabschlüssen in Berufsabschlüsse einmünden, die in der Praxis nichts hergeben. Trotzdem möchte ich hier nochmal nachfragen, können Sie da gerade dem kommunalen Wirtschaftsförderer noch ein paar mehr Tipps auf den Weg geben, was diese betriebliche Erprobung bedeutet? Die ist nämlich auch nicht immer erfolgreich. Wir haben in Sachsen-Anhalt in Halle ein Bauunternehmen, das hatte mal 100 Flüchtlinge eingestellt, ein maßgeschneidertes Projekt entwickelt und einer blieb nur übrig. Dann haben wir in Coburg ein Unternehmen im Metallbereich, da war es gerade umgekehrt, da sind 70 von 100 übrig geblieben. Bei uns arbeitet die Post hier sehr erfolgreich in Osterweddingen. Es muss doch irgendwie nochmal einen Schlüssel geben, um dieses Instrument der beruflichen Erprobung noch besser zu machen. Vielleicht doch auch Qualifizierungskurse anzubieten, dass die Sprache ein wesentliches Element ist, ist ja sowieso klar. Gut, hat noch jemand? Ja, dann machen wir das noch. Wir speichern das ab. Ja. Herr Weiser, mein Name ist Lehrmann, ich bin Magdeburger. Ich bewundere Sie, dass Sie nach 15 Jahren in solchen Einrichtungen immer noch den Schliff der privaten Wirtschaft haben, dass man sagt, dass Sie Verantwortung übernommen haben mit Ihrem Namen und auch mit Ihrer Arbeit. Da können Sie den Hut ziehen. Wir haben jetzt viel mit Frauenquoten in Aufsichtsräten und sowas zu tun. Sollten wir nicht lieber Wirtschaftsquoten in Politikergremien einführen, dass unfähige, stallbezogene, in den hinteren Bänken sich rumdrückende Politiker durch Leute, die ihres Alters mit 50 oder 55 der Wirtschaft entschlüpfen, aber eine Erfahrung haben in Menschenführung, auch ihre Armeedarstellung fand ich hervorragend. Sie haben also Menschenführung auch gelernt, dass das gemacht wird. Und B, zu Ihrem Erfolg, der wirklich doll ist, sehe ich aber eine negative Sache. Mein Sohn lebt in Berlin, ich habe auch Freunde in Leipzig. Wir haben festgestellt, dass viele Leute durch Ihre Maßnahmen, die aus Nordafrika kommen, die also schon in der ersten Phase keine Chance haben, einen Antrag zu stellen, hier einfach blind untertauchen. Und die Summen werden immer, immer mehr. Dankeschön. Herr Weiß. Also die Frage Bürgerarbeit hat jetzt wirklich wieder eine Chance, weil die Arbeitslosigkeit zurückgeht. Und da kann man dann sagen, für die, denen es in den guten Zeiten wirklich noch nicht gut geht, und die Zahl ist ja kleiner geworden, müsste man versuchen, das Thema nochmal ins Gespräch zu bringen. Und mein Nachfolger in der Führung der BA, der Herr Scheele, hat das ja auch angesprochen. Insofern ist das realistisch, dass man sagt, bitte nochmal überprüfen. Man kann ja sagen, was da vielleicht nicht so funktioniert hat, nochmal überprüfen. Es wird dann eine politische Entscheidung sein, was ich für richtig halte, habe ich gesagt. Richtig ist, diese betriebliche Erprobung, die muss laufend nachgebessert werden. Wir haben es natürlich jetzt auch mit neuer Erfahrung von Deutschland zu tun. Wie verhalten sich die Menschen? Gehen die nach ethnischen Gruppen in die Betriebe? Und wenn dann einer weggeht, gehen die anderen mit weg.
Qualifikation unbedingt. Ich wollte die nicht abwerten, ich wollte nur den Praxisbezug sagen und natürlich auch das Deutschlernen, wobei ich auch glaube, in der Didaktik Menschen, die irgendwo kommen und in Schulklassen Deutsch lernen, die werden es schwerer haben, als wenn ihr direkter Arbeitskollege Deutsch spricht und man es automatisch lernt und die Kinder am besten in die Vereine. Und vor allen Dingen die Frauen müssen auch mit Deutsch lernen. Das ist die Bedingung. Also völlig richtig. Die Frage Menschen der Wirtschaft in die Politik, ich würde sagen, eine Beimischung ist gut. Wenn Sie nur jetzt viele Leute haben wie ich als Betriebswirte, das geht auch nicht gut. Ich musste mich auseinandersetzen. Mein einer Kollege war Politiker, der Herr Alt als Staatssekretär, der andere Jurist. Und diese Art, dass man mit verschiedenen Berufserfahrungen auf ein Thema guckt und sich auseinandersetzen muss, das ist das Richtige. Und da ist tatsächlich so, dass relativ wenige aus der Wirtschaft in die Politik gehen. Und ich finde es übrigens auch nicht notwendig, dass man, wenn Politiker in die Wirtschaft wechseln, zu viel Vorbehalte machen. Dass dieser Austausch sollte gut stattfinden. Ja, ich habe beigetragen und jetzt kann ich nicht mehr leisten. Perfekte Schlusswort, perfekte Punktlandung, glaube ich. Hier, Herr Reise, vielen Dank. Sie bekommen wie jeder Gast ein Bestechungsgeschenk fürs Wiederkommen. Würde mich wirklich freuen. Sie haben ja wirklich auch noch einen Job. Ich darf das jetzt mal so sagen. Sie sind ja Beauftragter der Bundesregierung für Flüchtlingsmanagement, so nennt sich das. Ich sage jetzt mal, ist die Fortführung Ihres Doppeljobs mit anderen Namen, brauchen Sie nicht kommentieren. Alles Gute Ihnen, Herr Weise, vielen, vielen Dank. Bei Ihnen darf ich mich recht herzlich bedanken fürs Kommen. Nächste Veranstaltung, 22. August, ist ein Dienstag um 18 Uhr. Da kommt mein Chef, Herr Oppermann. Talk und Grill mit Oppermann. Da kriegen Sie auch Würstchen, Kartoffelsalat, sitzen nicht ganz so steif hier rum und ein Bierchen gibt es auch noch. Bis dahin, bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch die Sommerzeit. Vielen Dank.